Egal wie alt, verstaubt oder verrostet die Karre ist, in Köln-Worringen wird alles verkauft, was mindestens zwei Räder hat. Und sind die beiden Verkaufsleiter mal wieder auf Tour, hält er die Stellung. Wagenpfleger Micha. Das müssen wir schon ein bisschen polieren hier. Du sollst ja nicht auf schmutzige Gedanken kommen hier, ne? Eben. Für schmutzige Gedanken sind sie zuständig. Jörg und Dragan. Heute in Begleitung holder blonder Weiblichkeit. Man kennt sich, man disst sich. Was hast du eigentlich mit deinem letzten Wagen gemacht? Ich hatte zwei andere Baustellen, die ich bezahlen musste. Mensch, Baustellen, zwei Baustellen. Oh. Das hat sich aber gelohnt. Ist schön geworden, die Baustelle. Ja, kannst du denen mal sagen, die sollen mich nicht so anlachen? Frauen ab 30, ne? Die erschießen sich, wenn sie Charakter haben. Wie alt bist du? Die ist doch keine Fremde mehr für mich. Hallo? Die hat vor 5 Jahren schließlich hier ein Auto gekauft bei uns. Und schon da ist man sich schon ein bisschen was näher gekommen. Das ist eine ganz nette. Und nett ist die kleine Schwester von, naja, ob er auch so nett ist? So, Ghost Rider Nummer 3 ist fertig. Ja. Was ist das denn für einer? Du Scheiße. Er ist einer, der kommt, wenn man Rechnungen nicht zahlt. Der Kuckuckskleber. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie interessiert an dem Track? Nein. Das ist ja schon eine Ghost Rider Look, 12,8 kostet die. Wunderbar. Aber sind Sie hier Geschäftsführer? Ja. Ja, wunderbar. Wenn meine zwei Kollegen nicht da sind, ne, dann übernehme ich hier das operative Geschäft. Ja? Ich hätte hier eine Forderung vom Amtsgericht Köln. Mein Name ist Steinbauer, Juristverzehr. Da habe ich gerade nichts so ganz damit zu tun. Das sind die anderen zwei. Aber wenn es um Schulden geht, dann halte ich mich eigentlich raus. Ja, entweder oder sind Sie. Nee, damit bin ich nicht. Wo sind denn die Verantwortlichen? Wir sind Probefahrt machen. Wann kommen die zurück? Kann ich Ihnen nicht sagen. Von Leuten, die nicht zahlen wollen, zu Leuten, die viel zahlen können. Diese Luxusschlitten wollen verkauft werden. Auch wenn der Chef letzte Nacht etwas zu tief ins Glas geschaut hat. Warum siehst du denn so fertig aus? Ich war im Nachtflug gewesen. Katastrophe. Schön wieder Party gemacht das Wochenende, ne? Soll ich dir mal so ein bisschen Aspirin holen oder sowas? Morgen. Hey, morgen. Morgen, Janine, hi. Du bist schon hier, pünktlich. Als Chef soll man aber noch Vorbild sein. Du bist hier, Bad 9a, Herr Pauli, Ferrari. Oh. Janine ist unsere neue Assistentin. Bis jetzt super Mädchen, super zufrieden. Macht ihren Job wirklich ziemlich gut. Ja, und ich denke, auch von uns kann sie was lernen. Kommt gut ins Team, passt gut rein, erledigt ihre Aufgaben. Da sind wir schon zufrieden. Zum Glück habe ich dich. lass uns so bitte machen. Wir machen den Panamera fertig, den Ferrari fertig. Und dann fahren wir zum Alfredo. Du fährst den Panamera, ich den Ferrari. Ich kann auch den Ferrari fahren. Vielleicht später mal. Der Boss hat gesprochen. Taktik ist alles. Und so machen sich Chef und Assistentin auf, um einem Stammkunden gleich 2 flotte Pferde in den Stall zu stellen. Am gefühlt anderen Ende der Welt gerät Jörg richtig in Fahrt. Guck mal, so Haare hatte ich damals auch mal. Ob es klappt oder nicht. Echt? Okay. Ja, wirklich. Du? Aber woanders. Ich hatte die in der Hose. Aber ich hatte Zöpfe. Was? Ja. Du Schwarzlappen. Und was mit meinem Job? Ja, tut mir natürlich sehr leid, aber da hätten sich die Geschäftsführer eher Sorgen machen können. Die ganze Sache kommt eh nächste Woche. Da würde ich Sie bitte bitten, die Finger davon zu lassen. Das ist eine Amtshandlung, da machen Sie sich nur strafbar. Ja. Die Sache kommt eh nächste Woche alles zur Zwangsverschärfung. Aber ersteigern kann ich so einen? Ersteigern können Sie den sicherlich, ja, natürlich. Ja, jetzt habe ich ihn ersteigert. Was macht der Micha denn da? Der Wagen, der ist doch schon verkauft. Da kommen die zwei Verantwortlichen. Ach, wunderbar. Dann geht's ja jetzt weiter. Klar, was hängt er mit dem Sakko-Äffchen denn da? Spinnt der, muss man Bescheid sagen. Mich, was machst du da? Der Wagen ist verkauft. Hab ich mir auch schon gesagt, Gerichtsvollzieher. Die Gerichtsvollzieher. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Steinbauer, ich bin Gerichtsvollzieher vom Amt Gericht Köln. Selber schuld. Ich bin hier wegen einer offenen Forderung von über 50.000 Euro. Ah, 50.000 Euro? Über. Wer ist die Chance groß? Mal sehen. Da habe ich also einmal Steuerschulden, Mahngebühren. Aber das kann nicht sein. 50.000 Euro, jetzt sind sie mir gefallen. Ne? Wir sind mehrfach im Marathon. Gar Herbe nicht. Liegt, doch, das Herbe liegt Ihnen noch vor. Gar nichts liegt uns vor. So einen hohen Schuldenberg können wir gar nicht haben. Wir haben ja keine griechischen Verhältnisse. Wir haben immer solide spekuliert. Immer. Machen Sie die Aufkleber wieder ab. Die paar Teile werden eh nicht reißen. Das Grundstück kommt dazu. Was machst du denn da? Schokowinze. Aber wir sind die Schulden gegessen. Ja, du bist denk, ich bin hier im falschen Film drin. Du bist hier nicht im falschen Film. Du bist hier bei Tim und Stuppi bauen einen Floß. Und damit kannst du wegpaddeln. Ich meine, da kann ja jeder kommen, ey. Mit einem Zettel mir von der Nase rumfuchteln und sagen, ey, ich bin der König von der Punika-Oase.
Hey, das ist wie die Trickbetrüger. Hier im Worring laufen massig davon rum. In dieser Woche kommt noch der ein oder andere Interessent, der sich die Sache hier ansieht. Die können sich nächste Woche. Tirili! Ja. Wiedersehen. Tschüss. Ech. Der hat alle ausgeklippt, alle. Was soll die Scheiße? Der wollte sich nur wichtig machen. Komm, wir kümmern uns jetzt erstmal um. Mir ist das super hoch. Mit meinem Auto? Oh, geh mal rein, mach einen Vertrag drin. Oder? Ja, klar. Den Micha denn da schon wieder für eine Scheiße gemacht? Damit er keinen Sonnenstich kriegt, hat er einen Lappen drauf getan. Also einen Sinn darin zu sehen, was der Micha hier den ganzen Tag macht, habe ich schon lange aufgegeben. Aber eigentlich habe ich auch nie angefangen, danach zu suchen, glaube ich, wenn ich so richtig darüber nachdenke. Bei ihm ist nicht nur der Kunde König, auch er selbst. Pelzdesigner Alfredo Pauli. Der Schlossherr möchte ein adäquates Fahrzeug. Geld spielt keine Rolle. Darüber spricht er nicht. Er hat es. Auch haben könnte er einen Porsche oder einen Ferrari. Oder beides. Und denk dran, sexy sells. Das heißt, mach ihm schöne Augen. Hilft immer zum Autoverkauf. Wäre es besser, wenn du ihm die schönen Augen machst? Ich bin immer noch der Chef hier, ja? Fräulein. Guten Tag. Hallo Jan. Ja, hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei Alfredo. Grüß dich. Hi. Grüß dich, Dominik. Hey. Wie geht's dir? Gut? Gut, gut. Und wunderbar. Ja, ein bisschen im Stress, weil wir bereiten jetzt kurz jetzt ganz kleine Modeschau vor. Also der Bauleiter ruft mich auf jeden Fall gleich noch zurück. Und wenn wir es irgendwie mit dem Stahlträger abfangen müssen. Natürlich, sehr schön. Gibt's denn irgendwas Neues, was ihr schon mal reinbekommen habt in Kollektion? Vielleicht würde ich dir etwas zeigen. Du hast tolle blonde Haare, blaue Augen. Guck mal, das wäre etwas Schönes für dich. Eine pink rosa Hemd, eine wunderschöne Jäckchen mit Marilyn Monroe. Ja, hallo. Wen haben wir denn hier? Oh, Dominik, mit neuer Assistentin. Genau. Ich bin Alfredo. Hallo, Dominik, grüß dich. Hallo. Wie geht's? Oh, schon was. Ja, sehr gut. Wenn ich eine tolle Frau und einen tollen Pelz von mir sehe, muss es mir gut gehen. Obwohl, ich habe ja eigentlich auch an den Mantel gedacht. Schau mal hier, Ferrari rot und vor allen Dingen hinten mit Ferrari-Pferd drauf. Wir haben auch das passende Gegenstück draußen. Es ist zwar nicht rot, das Pferdchen ist drauf. Und natürlich das italienische Temperament steht vor der Tür. Bin ja auch schon ganz neugierig. Also ich würde sagen, dann gehen wir mal raus. Okay, Alfredo. Dann gehen wir mal. Na komm, setz dich. Ach Mann. Oh mein, ich jag seine Pizza auch noch. Ist ja ekelhaft hier. Hundefutter noch da dran, du. Ja, das ist das. Kein Wunder, dass ihr hier nichts findet. Oh, pass auf, ey! Ey, ich hab meinen Namen gehört. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Ja, außerdem finden wir hier alles. Echt, da drunter ist der Computer, ey, wir wissen Bescheid. So. Aber der Brief, der muss die Anko drunter sein. Warte mal, den haben wir schon gesehen hier. Brief haben schon gehabt, was ist denn das hier zum Beispiel? Was? Finanzamt Köln-Nord. Als wenn das nicht wichtig ist. Wir hatten das aufgerissen. Hast du das aufgerissen? Nein, ich hab das nicht aufgerissen. Steuernachzahlung. 48.000. Wir haben doch letztens erst Steuern bezahlt. Ja, aber das ist Gewerbesteuer jetzt hier. Er hat doch irgendwie gesagt, das ist über 50. Jetzt die Zinsen. Ja, das bist du schuld, weil du das hier einfach liegen lässt da drunter. Ja, guck mal, muss ich immer alles alleine machen? Bleibt immer alles mir kleben. Das ist auf deinem Tisch, das sind deine Sachen. Guck mal, ihr wisst, dass ich bin ja gelernte Steuerfachangestellte. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel den Wagen etwas günstiger gebt, dann könnte ich auch mal schauen, was ich mit den Papieren machen kann. Ja gut, wenn du das machen würdest, dann würde ich 1.500 Euro 500 Euro Nachlass, dann kriege ich von dir einen Tausender noch. Und dafür machst du einen Job für 3 Monate. Ja, aber nicht jeden Tag. Zweimal die Woche wird reichen. Das wird auf jeden Fall reichen. Ich komme bei Bedarf. Ja. So nee, ist gerne. Also ich schaue mal, was ich machen kann. Vielleicht kriege ich Ordnung hier rein. Ja, von mir aus kann die blonde Miss Moneypenny ruhig öfters hier hinkommen. Ich meine, wenn die ihren Job doch gut macht, könnte ich vielleicht sogar den kroatischen Cibabcici-Kneter hier wegrationalisieren. Echt? Den braucht doch eh kein Mensch. Wir haben trotzdem das Problem nicht gelöst. Wenn die jetzt in ein paar Tagen hier vorbeikommen, hat Grundstück nehmen die mit Kusshand. Im Wohnmischgebiet reinblick, hat sie sofort weg, das Grundstück. Die kriegen unser Grundstück nicht. Ja, das geht sofort weg. Ey, pass auf, ich habe eine super Idee. Wenn Jörg sagt, ey Dragan, ich habe eine super geile Idee, du kannst mir zu 100% vertrauen, spätestens dann stecken wir mit einem Bein in der Scheiße. Dramatische Situationen erfordern dramatische Maßnahmen. Um eine Zwangsversteigerung des Grundstücks samt Autos zu umgehen, hat Jörg seine grauen Zähne angestrengt und fährt große Geschütze auf. Seine Idee? Versteigert werden kann nur, was sicher und gefahrlos ist. Ein provisorisch strahlenverseuchtes Gebiet samt Orangenlimo als radioaktive Bodenprobe erweckt keinen vertrauenswürdigen Eindruck. Siehst du denn aus? Jetzt sind wir nicht mal. Pass auf, hör auf zu lachen, Mensch, das fällt dir ein. Bart Simpsons. Pass auf, deine Vita ist, du bist Expansionsleiter von einer riesengroßen Videothekenkette. Was heißt das jetzt für mich? Ist doch scheißegal, du bist auf jeden Fall jetzt raus. Die Leute, die alles schön madig machen, richtig schön madig. Ich lasse coole Brille. So richtig kotzig machen, oder was? Ja, genau. Hier haben wir den Ferrari. Nein, ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ne? Ferrari 430 in schwarz. Perfekt für dich, sportlich. Italienisches Temperament, 500 PS, geballte Power.
der Kotflügel allein schon wieder Hüftschwung einer Frau. Also perfekt. Ich frage mich nur, Alfredo, wie möchtest du jetzt deine Kundschaft mit dem Auto abholen, sagt man bitte jetzt. Ich muss einfach an mich denken. Alfredo, du bist die Nummer 1 in Pfälzen. Also brauchst du erstklassige Fahrzeuge, die gerade das widerspiegeln, was du da geleistet hast. Ich träume seit meinem 8., 9. Lebensjahr von einem Ferrari. Guck dir doch diesen Motor an. Meinst du, ist das nicht viel zu viel für Bad Neuenahr, so ein Ferraris-Auto? Man muss sich auch Träume erfüllen. Setz dich bitte dahin, da rein und guck mal bitte, ob das wirklich so ist. Dieses Auto sitzt an mir wie ein tolles Abendkleid von mir an einer Frau. Alfredo, ich finde, das Auto steht Ihnen super. Es ist einfach ein absoluter Traum, aber ich komme wirklich ins Wanken. Also du musst einfach bescheiden bleiben. Bescheidenheit war noch nie eine Tugend von Jörg und Dragan. Um eine Zwangsversteigerung abzuwenden, wurde das atomverseuchte Gebiet des Autohofs weiträumig abgesperrt. So, sind wir beim zweiten Objekt. Das ist ein bisschen weiter draußen. Ja. Aber dafür werden wir vielleicht nicht so viel bezahlen müssen, ja. Also dass wir Glück haben. Tag. Hallo. Zeitz, mein Name. Aha. Ich habe Ihnen angeschrieben wegen dem Grundstück. Wegen der Videothek. Ah, ja, ich erinnere mich. Genau. Das ist auch ein Interessent. Dankeschön. Dann gehen wir doch mal gucken, ne? Ja. Kommen Sie mit? Aber ich will da nicht so gerne drauf. Gehen wir hier rumlaufen? Was ist das denn jetzt hier? Sperrbereich. Davon weiß ich aber nichts. Ich auch nichts. Da laufen ja auch noch zwei Leute rum. Oh, Herr Bregeser, das sieht nicht gut aus. Hier ist alles verseucht. Das ist schlecht, Herr Krusche. Für Sie immer noch Dr. Krusche. Ja, Herr Dr. Lusche. Ich brauche die Bodenproben, Herr Bregeser. Die Hodenproben. Bodenproben, Herr Bregeser. Machen Sie jetzt mal ein bisschen was schneller, sonst ziehe ich Ihnen das vom Lohn ab.